weil der Vortrag selber, ihr werdet sehen, beschäftigt sich erstmal weniger mit Frauen als mit den Grundsätzen bzw. mit den Fragen der romantischen Annotationen. Und am Ende kommen dann ein bisschen die Umsetzung, wie ich sie Frauen gemacht habe, beziehungsweise vielleicht auch eher so als Ansatzpunkt für die Diskussion, wie dieses Thema weiter in Frauen integriert werden könnte. Insofern habe ich mich ein bisschen eingeschrieben in die Konferenz. Ich hoffe, was das Thema angeht, dann nicht böse. Überblick, ganz kurz zur Lieferung, um es zu sagen. Die erste Mal die gute Vorstellung in Semantik Web werde ich versuchen, relativ kurz zu halten, weil es ist zu umfangreich. Sonst Schwerpunkt ist dann halt semantische Annotation mit RDFA und Schema.org, dann die Umsetzung mit Chrome, was ich schon erwähnt habe, und zum Schluss die üblichen kleinen Tools, Infoquellen und Zusammenfassung bzw. Schlussfolgerung. Ich arbeite an der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, muss man solche Vorträge auch immer benutzen, den Arbeitgeber ein bisschen schlechter Licht zu setzen. Wir sind die weltweit größte Fachbibliothek für Wirtschaftswissenschaften mit, ich weiß nicht wie viele Millionen Büchern im Katalog und Journals, und wir sind zunehmend in den letzten Jahren halt auch umgestiegen bzw. haben das erweitert auf digitale Angebote und neuerdings auch mit dem neuen Direktor seit anderthalb Jahren sehr stark auf informationswissenschaftliche Forschung. Das geht genau in diesem Bereich, worum es heute ausgeht, zum Beispiel. Die zentralen Angebote, die wir haben, das kann man sich dann bei Gelegenheit gerne mal angucken, das Econvis, das ist ein großes Suchportal, basierend auf sehr vielen Datenbanken, Econstore, Open Access Repository. Und das Economics, das Open Access E-Journal, das ist das, wofür ich verantwortlich bin und worum es heute im Kern gehen wird. Wir sind ein Open Access, nicht nur Open Access, sondern auch Open Assessment E-Journal. Das bedeutet, Leser könnten im Wesentlichen mitbestimmen, ob ein Paper als Journal-Paper veröffentlicht wird. Es gibt in Wirtschaftswissenschaften immer so die Tradition mit Discussion Paper. Das wird dann nicht so ganz ernst genommen, obwohl man das ist, was diskutiert wird. Und die Journal-Artikel, das ist dann das, was wichtig ist und zur Kenntnis genommen wird in der Community. Und über diesen Übergang von Discussion Paper zu Journal-Artikel, da dürfen die Leser mit Kommentaren, mit Hinweisen etc. pp. auch mitbestimmen, da gibt es keinen formellen Vorgang, aber es ist eine Erweiterung des klassischen Peer-Review-Systems, was wir da machen. Die Zahlen lasse ich jetzt mal einfach da so stehen, kann man sich angucken. Wir sind relativ gut etabliert inzwischen, das muss noch erwähnt werden, weil die Journals immer so ein bisschen den Ruf in der Wissenschaft haben, ist ja alles ganz nett und kann man mal nachlesen, aber so richtig die guten Artikel kriegt ihr nicht. Es gibt hier sogar einen Impact-Faktor, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Zentrale für die Wissenschaft, wenn es um Veröffentlichen geht, muss wahrgenommen werden in der Community, das ist ein Impact-Faktor, das Entscheidende. Und der wird immer noch, leider muss man sagen, aber ist halt so von diesem Social Science Citation Index bei den Wirtschaftswissenschaften ausgewiesen. Und da muss man reinkommen. Das ist ziemlich schwer. Wir haben das jetzt im Dezember geschafft. Darum sind wir jetzt ein E-Journal mit der Champions League Klasse, die das in unserer tollen Pressemitteilung damit hieß. Wesentlich ist natürlich noch, wir basieren auf Clone. Deswegen bin ich hier, sonst wollte ich das nicht vorstellen. Schon von Anfang an. Derzeit noch auf 3.35. Wird irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich dann auch geupdatet werden. Und wir haben da für diverse Bereiche halt eigene Entwicklungen auch dran. Ja. So, nun kommen wir langsam zum Lesen. Auch da habe ich überlegt, Semantik Web, wie viel soll man davon erklären? Auch so wie viel kann ich überhaupt davon erklären, weil der Mensch, der mir das ganze Semantik Web von vorne bis hinten erklärt hat, ist mir auch noch nicht begegnet. Also das ist ein großes Feld. Ihr alle werdet schon mal irgendwie, irgendwo, irgendwas davon gehört oder damit gearbeitet haben. Ich habe mal versucht, das jetzt in die Richtung kurz so zu drehen und mit eigenen Worten zu fassen, nur auf dieser einen Folie, worum es im Kern denn eigentlich geht. Und im Kern, und das ist, kann man glaube ich irgendwie so ganz platt erstmal sagen, geht es um Daten. Also es geht um Daten, und zwar sowohl die impliziten Daten, das ist das, worum es mir heute geht, nämlich die, die bereits im Web, in Dokumenten in irgendeiner Art und Weise vorhanden sind, aber nicht explizit zur Verfügung gestellt werden,
Und natürlich geht es um die Daten, die irgendwo in verschlossenen Datenbanken bisher, das ist der wesentliche Punkt, rumliegen, aber von anderen, außer denen, die direkten Zugriff auf diese Datenbanken haben, halt nicht verfügbar ist. Dann geht es als weiter ganz wichtiger Punkt um ja, Semantik, sonst würde es nicht semantisches Feld heißen. Das heißt, was bedeutet eigentlich, wenn da steht, irgendwie eine Überschrift, wir gucken uns das gerne mal an, da stehen jetzt Autoren drüber, da steht ein Titel. Wenn du hier so einen Titel liest, dann bist du ja interessiert, wie das Aufsatz ist. Wenn eine Maschine da rankommt, das ist das klassische Beispiel, und sieht einen Satz, die Maschine weiß das nicht, dass das ein Titel ist. Die Maschine weiß nicht, dass der kleine drüber steht, der Autor dieses Aufsatzes ist. Und die Maschine weiß auch sonst nichts über diesen Autor. Kann sie, ohne dass sie irgendwelche weiteren Informationen dazu kriegt, nicht wissen. Und der dritte Punkt, der zunehmend wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ganz besonders auch bei uns in der Bibliothek, ist die Verknüpfung dieser Daten. Das läuft dann jetzt neuerdings immer unter dem schönen Begriff Linked Open Data. Ist wie gesagt ein ganz zentrales Betätigungsfeld für uns als Bibliothek geworden. Da geht es erstmal zentral darum, wir haben Millionen von Kataloganträgen, die erstmal nur für uns zugänglich sind. Und die Bibliotheken gehen zunehmend dazu, über diese Katalogdaten in einer Art und Weise in die sogenannte LOD-Cloud, die Linked Open Data Cloud, einzubringen, mithilfe semantischer Technologie. Es geht also, und das ist auch der Ausdruck, der vom World Wide Web Consortium benutzt wird, um das Web of Data, im Gegensatz zu dem alten, in Anführungsstrichen, klassischen Web of Documents. Jetzt nur noch mal zur Illustration hier, das ist so ein klassisches Document aus dem Web of Documents, hat von uns ein Journal-Artikel, so sieht das aus. Und man muss natürlich nicht erklären, da steht halt ganz viel drin. Und ihr alle seht im Grunde, was ist der Titel, was sind die Autoren, was ist die Kategorie, das kann man alles aus der Gestaltung im Wesentlichen, beziehungsweise aus der Überschrift selber sehen. Und das kann man die Markierung erkennen von der. Das, was hier markiert ist, sind alles Daten, die da im Prinzip drin stecken. Das sind überall Daten. Da gibt es Autoren, da gibt es Titel, da gibt es den Abstract, da gibt es die J-Classification, das ist ein wirtschaftswissenschaftliches Klassifikationsschema, nach der die Themen behandelt werden. Da steckt eine persistente UI drin, also hier so eine GUI, was nennt man GUI? Das ist wissenschaftliche Crossref. So, und es geht heute im Kern darum, wie kann ich Maschinen, beziehungsweise auch die Daten, die da drin stecken, Maschinen und Menschen in irgendeiner Art und Weise verfügbar machen. Ich kann die Arbeit damit beschäftigen, so geht es mir jedenfalls dann auch, und dann kommt erstmal ein Wust von Begriffen und Standards und Protokollen und hast du nicht gesehen, auch dann zu. Ich habe hier einfach nur mal so die gängigsten Standards, die es irgendwie beim World Wide Web Consortium irgendwie gibt dafür, aufgeschrieben, also weiß nicht, wie es man der alle erklären konnte. Also ich kann es nicht und ich hoffe, ihr tut es. Ich frage ihn nachher nochmal. Also es geht heute im Wesentlichen, geht es halt jetzt um RDF und RDFA. Das haben vielleicht alle schon mal gehört, sonst wärt ihr vielleicht noch nicht hier. Ganz kurz, RDF muss ich wahrscheinlich jetzt tatsächlich, weil die meisten wahrscheinlich schon Entwickler sind, nicht mehr wirklich erklären. Resource Description Framework. Es geht im Kern um maschinenlesbare Beschreibung von Ressourcen, Modellierung als Triple, das ist alles, geht fast schon zu weit jetzt, aber ist halt relativ alt schon. Ja, also das RDF ist die Basis, die Sprachbasis des WordPress, des semantischen Webs. Also ohne das geht nichts. Alles, was rauskommt, sozusagen in Daten, wird in irgendeiner Art und Weise, das sieht man hier, in irgendeiner Art und Weise im Kern, es ist nur noch RDF-XML, was zur Verfügung gestellt wird. Zunehmend wichtig ist Turtle als Ausgabeformat. Dann gibt es hier noch diverse andere. Das ist ab von Notation abgeleitet. JSON ist jetzt neuerdings drin. Und, das steht zum Schluss, RDFA. Das ist das, worum es mir heute im Wesentlichen geht. RDFA bietet halt, nachdem RDF zwar schon lange da war, aber immer noch als sozusagen als zusätzliche Einmal das zusätzliches Objekt an, die eigentlich in Inhalte des Webs anhängen können muss, mit einer eigenen URL meistens auch, bietet nun RDFA die Möglichkeit, diese Daten in dem sowieso schon vorhandenen HTML auszuzeigen.
Ich habe das auch mal extra mal, dass es früh ist, damit es alle auch sehen, wofür das A steht, die Attribute. Ja, das sind also Marker-Attribute. Die Vorteile liegen auf der Hand. Also RDFA ist sehr einfach, es hat eine sehr einfache Syntax, es gibt nur ganz wenige Attribute, fast an zwei Händen abzuzählen. Der HTML-Inhalt kann als RDF-Datenquelle benutzt werden. Das ist das, was ich eben sagte, dass die Doppelungen halt vermieden werden. Und was ganz entscheidend war, auch entscheidend für die Wahl, dass wir RDFA dafür eingesetzt haben und nicht nur Schema-Verfahren, kommen wir mal gleich dazu, ist halt, dass es erweiterbar ist durch verschiedenste andere Kapitalien des Themas. Das Problem bei RDFA ist, kommen wir gleich mal zu, dass im Moment ist gerade, man sieht das immer so, ist ein Fluss, wie mein Kollege immer sagt, RDFA 1.1 ist gerade dabei verabschiedet zu werden. Der letzte Last-Order-Draft ist jetzt gerade vor drei Wochen. Das heißt, es wird vermutlich im Laufe des Jahres werden diese drei Standards, RDFA 1.1 und LIDE, das ist nochmal so eine spezielle Variante, dann standardisiert werden. Das hat ein bisschen Folgen für die Validierung später. Nur mal ein kleines Beispiel, das ist das, was glaube ich irgendwo aus den G13-Zeiten rausgenommen ist. Ein sehr, sehr, sehr einfaches Beispiel mit nur einem Attribut, also hier mit Property. Property ist das wesentliche Attribut, kann man glaube ich sagen, für RDFA. Und da sieht man auch sehr schön, hier in diesem Fall noch mit XML Namespace eingefügt. Hier wird das Vokabular von Dublin Core. Das ist in der Community weitgehend bekannt und ja auch schon lange standardmäßig eingebaut. Aber hier wird das Dublin Core Vokabular benutzt mit Title und Creator. Und genauso kann man auch diverse andere Vokabulare dafür benutzen. RDFA hat also Probleme. Mag ich das gar nicht nennen, kleine Hindernisse noch zu beseitigen und zu überwinden. Es ist bislang tatsächlich nicht besonders breit adaptiert worden. Es gibt immer wieder so Ansätze, auch ein Grund, weswegen ich heute dafür werben möchte, das in Form zu machen. Drupal hat es seit zwei, drei Jahren irgendwie mehr oder weniger fest integriert. Aber es ist im Massenmarkt, also ich weiß nicht, ob es untersuchen liegt, wie viele Webseiten wie semantisch annotiert sind, es werden nicht allzu viel sein. Es ist im Massenmarkt bis jetzt nicht wirklich angekommen. Die Syntax ist für manche Leute immer noch zu kompliziert. Es kann eben auch gerade, wenn man verschiedene Vokabularien benutzt, manchmal schon ein bisschen umständlich sein, erstens zu wissen, was nehme ich jetzt wofür, was kann ich womit mixen, was ist für wen interessant und womit wird es einem verlinkt. Und das größte Hindernis ist sicherlich für die meisten Entscheider, wenn man sowas umsetzen und machen will, was bringt mir das denn? Kann ich das irgendwo dann sehen, was da rauskommt und wer sieht das dann besser oder anders oder so. Und was sicherlich auch ein wesentlicher Punkt war, ist, dass die Suchmaschinen, auch Google und Bing und Yahoo, wer da noch alles ist, das bislang nicht wirklich zur Grundlage ihrer oder zu einer Grundlage oder in irgendeiner Art und Weise benutzt haben, beziehungsweise entsprechend das Thema auch nach vorne gepusht haben. Das hat sich im Sommer ganz gewaltig dadurch geändert, dass diese großen Suchmaschinenbetreiber nach vorne geprescht sind, um semantische Applikationen von Web zu verankern. Der Initiative, beziehungsweise der, was nenne ich mal, was ist das, schema.org. Hat es jemand noch nicht gehört? Schema.org ist, wie gesagt, erst jetzt ganz neu, dieses halbes Jahr, im Juni 2011 entstanden, von den drei großen Suchmaschinenbetreibern, später im Herbst, glaube ich, Yandex, das ist der russische Suchmaschine, größte russische Suchmaschine, dazugestoßen. Das heißt, die wesentlichen Player an diesem Markt stehen dahinter. Das Ziel ist die Vereinfachung von Annotierungen und die Verbesserung von Suchergebnissen. Letzteres ist das Entscheidende. Jetzt sagen die Suchmaschinen, wir haben jetzt hier ein Vokabular, das sollt ihr einsetzen, damit eure Seiten besser verwertet werden können von den Suchmaschinen, besser aufgefunden werden können von den Suchmaschinen, für den Nutzer von höheren Werten und entsprechend mehr Informationen auch aus dieser Seite, mehr Daten aus dieser Seite rausgezogen werden können. Was für einen gewissen Unmut in der Community, in der RDF-Community, in den klassischen Alten, die das seit ewigen Zeiten machen und auch die RDFA-Geschichten nach vorne gepusht haben, gesorgt hat, ist, dass Schema.org eben nicht originär in
RDFA ausgedrückt werden soll, sondern mit Microdata. Microdata ist eine Neuerfindung, die es jetzt ab HTML5 gibt, ganz wesentlich nach vorne getrieben von Ian Higginson von Google, sodass da auch wieder die Verbindungen irgendwie deutlich werden. Sie haben nicht, wie gesagt, RDFA genommen. Man kann das hier als Beispiel mal sehen. Also wir haben keine Properties in dem Sinne, sondern die Properties heißen hier Item Prop. Und dann der wesentliche Teil ist hier Item Scope. Das bezeichnet dann ein Objekt, um da jetzt näher drauf eingehen zu müssen. Und zentral ist auch hier die Kategorie Item Type. Bei RDFA kann man das ein bisschen mit Type Off übersetzen. Sehen wir nachher noch, wie sich das irgendwie analog verhält. Es gibt, glaube ich, bei Schema.org zu dem Movie hier 13 verschiedene Hauptobjekte, die dann auch noch verschiedene Unterobjekte. Es gibt einen Artikel und für die Wissenschaft ist dann entscheidend, da gibt es das Unterobjekt Scholarly Artikel. Das sehen wir dann noch. Also die Syntax ist ein bisschen anders als bei RDFA, jetzt aber auch nicht komplizierter in einer Art und Weise. Das ist die reine Schema.org-Variante. Ja, und dann fragt man sich, ja gut, ich will annotieren. RDFA ist schön, gibt es auch schon länger. Schema.org ist neu und ist aber jetzt, was den Punkt, den ich vorhin sagte, direkter Nutzen angeht, natürlich viel schöner. Ich habe da auch vorgestanden letztes Jahr und gedacht, so, was machst du denn jetzt? Und dann gab es Gott sei Dank einen Kollegen, der sagte, naja, also wir drücken das einfach alles mit RDFA aus, dann kriegst du es auch mit Schema.org. Schema.org lässt sich mit RDFA einbinden. Das heißt, man hat beide Möglichkeiten. Wie das geht, gucken wir gleich. Schema.org hat auch zugesagt, ich weiß nicht, wie weit da die Umsetzung schon erfolgt ist, RDFA direkt auch zu unterstützen. Das heißt, alle RDFA-Annotationen ebenso in die suchenden Ergebnisse mit einzubinden und auszuwerten, wie die originäre Schema.org-Vokabularien. Und es wird, da gibt es jetzt gerade den ersten Working Draft, keine vier Wochen hier, 12.01. steht da, Transformation von Microdata in RDF, das heißt, wenn ich ein Schema dort auf Vokabularien ausgezeichnet habe, kann ich das auch wieder in eine normale RDF-Ausgabe, in die klassische RDF umsetzen. Das heißt, alles lässt sich erstens verbinden und alles lässt sich auch in das jeweils andere Format irgendwie nutzen. Das heißt, es ergibt sich eine große Flexibilität. Ich habe da jetzt einfach mal so zwei Leitsätze, die für mich dann ganz einfach funktioniert, sozusagen bei der Entscheidung, wie machen wir es denn nun, entscheidend waren. Im Schema.org, wenn Suchmaschinenoptimierung und eine einfache Implementierung, also ohne großartige zusätzliche Vokabularien, im Vordergrund stehen und, da gucken wir gleich noch, HTML5 hat benutzt wird. Bei Schema.org, zufolge von dadurch, dass hier mit Microdata ausgedrückt werden kann, auch explizit HTML5. Und RDFA, dann, wenn tatsächlich Erweiterbarkeit und Verlinkung im Vordergrund stehen. Und das ist ein bisschen bei uns in der Bibliothek mehr der Fall, sag ich mal, als vielleicht bei anderen Seiten. Weswegen wir uns dann für RDFA entschieden haben. Hier nochmal kurz skizziert der Use Case. Das ist ein ganz einfacher, wir wollten ganz einfach anfangen, nicht großartig das ganze E-Journal mit allen möglichen Varianten und Autoren etc. pp. Sondern nur die zwei zentralen Punkte, nämlich die Discussion Papers und die Journal Artikel, zwei Arten von Artikeln, die bei uns veröffentlicht werden. Und da dort halt auch nur wirklich die ganz wesentlichen Informationen, die Autorentitel, Datum, Abstract und URL. Das ist relativ einfach, aber man muss ja irgendwo anfangen. Die Entscheidung ist dann gefallen für HTML5 und Clone. Ich habe hier mal ganz rot, es bezieht sich nicht auf Clone, sondern auf die Kombination Danger hintergeschrieben. Wir werden gleich mal sehen, warum das ein Problem war. Dann RDFH 1.1, weil es einfach jetzt der abzusehende neueste Standard ist und wir da vorne bei sein wollen und auch die einige Dinge einfach schlichtweg erleichtert. Und dann als Vokabular tatsächlich Schema.org direkt eingebunden. Das heißt, beide Welten sozusagen versucht zusammenzubringen. Vokabular Schema und Syntax RDFA. So, dann haben wir jetzt ein Beispiel. Ich muss mal mit zwei, drei Codebeispielen. Kann man sich einfach vielleicht mal angucken. Neu bei RDFA 1.1 ist das hier mit Prefix.
die früher von die, bei RDFA 1 wurde, wurden die Vokabularien mit XML-Namespaces, das haben wir vorgesehen, eingebunden. RDFA 1.1 erlaubt das auch noch, empfiehlt aber diese Variante mit den Prefixes und dann eben nur Doppelpunkt. Sieht ein bisschen einfacher aus, denke ich auch. Macht aber erstmal nichts. Kleiner Hinweis am Rande. Manche Validierungen scheitern daran und minimieren das. Aber Validierung ist ein Thema, da kommen wir nachher noch drauf. Type-of, da sehen wir die Kombination. Wir haben jetzt das Schema als Vokabular, haben wir dieses Schema davor gestellt. Das bezieht sich halt hier auf den Schema.org, das Vokabular. Und Scholar in der Artikel ist jetzt der Objekttyp, den wir auszeichnen und über den sich alle weiteren Angaben erstrecken. Das hier gibt den Bezeichner an. Da nehmen wir in dem Fall die URL. RDFA will für alle, also Grundsatz RDF, alle Objekte und Movies zeigen. Hier geht es ein bisschen weiter. Hier, das habe ich noch mit aufgenommen, weil man sehen kann, dass man die Angaben und Objekte auch shutteln kann. Wir haben hier die Autoren, das bezieht sich auf die Autoren dieses Artikels. Und Type of ist in dem Fall eine Person. Das ist ein allgemeiner Objekttyp bei Schema.org. Auch die hat bestimmte Eigenschaften und Proportionen, URLs etc. Also man kann verschiedene Objekte als Unterobjekte dann damit wieder verschachteln. Ja, hier nur nochmal als Ergänzung sieht man mal den Titel und die entsprechenden dazugehörigen Textstellen. Das alles ist jetzt die Ausgabe, wie sie nachher bei Chrome als HTML-Stücke rauskommt. Das sind nicht die Templates in irgendeiner Art und Weise, da steht natürlich mehr drin, sondern das sind nur ein Auszug aus dem, wie es nachher am Ende aussieht. Wie das in Templates umgesetzt wird, ist dann zweitrangig. Aber man kann eben entscheiden, ist, dass man mal guckt, welches kann auch sein, dass man gar nicht hat, den Elko dann an die Stelle umstellen muss. Weil dann entsprechend diese einzelnen Diffs, wenn man sauber das vorher alles gemacht hat, ist kein Ding, aber man hat manchmal schon so komische Schachtelungen können, auch im HTML. Da muss man dann vielleicht ein bisschen aufräumen, das ist ein bisschen Arbeit, aber schadet dem HTML-Code an sich überhaupt nicht, da ein bisschen Struktur auch von dieser Seite reinzubringen. Dann ein kleiner Hinweis noch für die Designer: Man kann problemlos mit CSS sich, wenn da so eine Property drin ist, das einfach auch als CSS-Klasse definieren, also nicht als CSS-Klasse, sondern sich die Klasse quasi ersparen und dann einfach ein CSS eben schreiben und das soll mit eckigen Klammern dann, stärkt mit eckigen Klammern Property gleich Schema Description, hat dann also automatisch die Auszeichnung auch als CSS-Formatierung. So sieht das aus, wenn man das durch einen RDFA-Distiller durchschaut und dann der RDF-XML dabei ausgibt. Das ist RDF, wie in dann so ein RDFA-Distiller, das ist der von dir, nicht von Ihnen. Einen Norman, der hat ihn geschrieben, sage ich nachher noch was dazu. Aber das ist RDF, das kommt dabei raus, das hätten Sie selber schreiben müssen, wenn die Auszeichnung nicht direkt im HTML vorgelegt hätte. Ist auch nicht ganz einfach, aber durch die XML-Anwendung sieht man das ein bisschen, wie das geschattelt ist. Kann man sich einfach mal kurz angucken und wirken lassen, ohne dass ich da viele Worte zu verlieren muss. Und dann kann man auch gerne sehen, wie so eine RDF-XML-Datei aussieht. Und hier haben wir es nochmal im Turtle-Format, das ist ein bisschen übersichtlicher. Witzigerweise finden die meisten Semantik-Web-Autoren programmieren mittlerweile das Format irgendwie netter und übersichtlicher. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich mag die Spitze kann man ja auch noch ganz gerne. Geschmackssache. Kann man machen, wie man lustig ist. Der RDFA-Distiller gibt ja verschiedene Formate aus. Ich glaube, vier. JSON noch, JSON und was noch. Hier nochmal als Vergleich, wie das Ganze aussehen würde, wenn man das Schema dann auch nicht in RDFA ausdrücken würde, sondern so wie es von Schema dann auch als Vokabular als Microdata vorgegeben ist. Das ist jetzt nochmal zur Kontrastierung. Man hat hier halt auch den Autor. Das Prinzip ist im Grunde überall dasselbe. Es gibt ja kleine syntaktische Unterschiede. Man muss mal einen Items-Code denken. Und schon so weiter. So. Das sah eigentlich alles ganz einfach aus. Wenn wir mal von den kleinen Varianten absehen. Das Problem heißt Clone und die Validierung. Also
also meins hat jetzt nicht unbedingt direkt was miteinander zu tun, aber die Kombination davon ist das, was mir bei der Umsetzung dann die nächsten Schwierigkeiten gemacht hat und was auch generell, denke ich, ein Problem ist. Ganz allgemeines Problem, der HTML5-Validator beim OneDrive Web Consortium kennt im Moment noch keine LDFA 1.1 Attribute, nur 1.0 und moniert die. Könnt ihr damit nicht validieren. Es gibt jetzt ganz neu, gerade rausgekommen von zwei Wochen, einen nicht dokumental definition basierten Validator unter Loom, der kann das, der funktioniert auch damit. Also das Thema ist sozusagen damit ein bisschen die Brisanz rausgenommen. Und Chrome 335 benutzt halt noch XHTML 1.0. Und validiert, wenn man diese Attribute, diese RDFA-Attribute bzw. auch die Microdata-Attribute angeht, damit natürlich dann auch nicht, weil das da auch nicht bekannt ist. Auch da ist Entwarnung in Sicht. Version 4.2 müsste irgendwann jetzt die nächste öffentlich werden oder ist schon raus, ich weiß es gar nicht genau. Unterstützt meiner Information nach standardmäßig HTML5, sodass sowohl Microdata als auch die RDFA-Attribute dann damit auch umsetzbar sind. Ich habe es so dann gemacht, dass ich Chrome halt umgestellt habe auf HTML5, schlichtweg in der Master-Template und diverse kleine Sachen, die sich dabei ergeben. Probleme gibt es im Wesentlichen bei der Umstellung. HTML5 ist sehr rückwärtskompatibel zum XHTML 1.0 und HTML4. Da gibt es also keine wesentlichen Unterschiede. Was Google macht, sind die KSS in dieser Textbuchhelfer. Da gibt es so zwei, drei und die werden moniert. Wenn man sie entfernt, ist auch nicht schlau, geht nicht. Also da funktionieren dann diverse Ajax-Geschichten, vor allem bei diesen Watch-Get-Editoren in der DTA-Ansicht. Gewisse Nicht-Validierungen müssen momentan mit RDFA 1.1 zumindest in Kauf genommen werden. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Dinge sind im Fluss, aber sie sind jetzt mit immerhin so weit, dass man sie mit ein bisschen rumprobieren und Validierung, verschiedene Validierer ausprobieren, auch ganz gut hinkriegen sollte. Schön wäre ja, das habe ich am Anfang gesagt, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, zumindest ähnlich wie Drupal, die machen das eigentlich sehr einfach. Ich habe mir den Code nicht genauer angeguckt, ich habe immer so leichte Hemmungen im PHP reinzugucken. Eigentlich nur ein Zusatzpaket, was matcht, was bestimmte Standard-Content-Type-Felder in irgendeiner Art und Weise auf RDFA-Attribute matcht. Das sollte eigentlich, in meinem Sinn und Verständnis der Dinge, auch möglich sein mit Archetypes, wenn es dann noch up-to-date ist, beziehungsweise das auch in Dexterity in irgendeiner Art und Weise runterzubringen. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn man dann noch über eine Webansicht selber definieren könnte, welche Content-Type-Attribute-Felder welche RDFA enthalten sind. Also Title ist klar, auch schon und so und so, dass man da noch eine Art und Weise eingreifen könnte. Für Vorschläge und Ideen wäre ich offen und ich finde es schön, wenn irgendjemand sich dessen annehmen würde. Ich glaube, du hast vor langer Zeit damit schon angefangen, das immer wieder reinzubringen, sonst kann man das so ein bisschen nachverfolgen. Ich habe nie was gefunden, was daraus geworden ist. Finde ich gut. Das kann man auf den Slides dann nachgucken. Nur der Hinweis noch, der RDFA-Listener, den gibt es auch als Python- und Mangozeilen-Tool, das kann man sich also auch lokal installieren und da die Seiten durchjagen, ansonsten halt online. Für RDFA 1 unbedingt den Shadow nehmen, das haben wir die anderen berücksichtigen. Zu den anderen Sachen wollte ich nichts sagen, kann man sich auch selber angucken. Der Distiller ist das wesentliche Tool, wenn man sowas macht, um die Ergebnisse zu überprüfen. Nur ganz schnell zusammengefasst, das, was ich jetzt schon alles gesagt habe, Semantic Web wird Realität. Ich denke schon, dass es jetzt erheblich weiter ist als noch vor einem Jahr und ganz entscheidend ist eben tatsächlich das Erscheinen von Schema.org. Ich denke, das wird eine gewisse Konsolidierung bringen und man hat das jetzt schon auch gesehen, was an Bewegung auch in die RDFA-Community dadurch in den letzten Monaten reingekommen ist. Also da passiert ganz viel, die Standards werden schneller verabschiedet, es gibt neue Distiller, es werden Transformationsstandards verabschiedet. Das scheint schon so zu sein, dass es dadurch jetzt ein bisschen mehr massenmarktkompatibel wird.
Ja, und die Implementierung und Klonung, das ist halt das, was wir jetzt als Werbung, die zusammen mit meinem Herzen liegt und das sind die Überschrift über den ganzen Artikel setzt, wer da hat das, was wir machen. Aber Überschrift für das Ganze, lass uns mal anfangen damit. Schema.org hat dann schon, glaube ich, auch zum Teil hinter Aschblitz, auf Deutsch gesagt, verpasst, auch gesagt, das Thema ist wichtig, lass uns das machen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit, danke für Klonung. Und an alle Konferenzorganisatoren nochmal, ich finde, das sollte ich in der Vortrag noch kurz erwähnen, herzlichen Dank für die Organisation. Weil, wie gesagt, für mich war es die erste Gelegenheit, mal auf die Konferenz zu gehen. Gleich noch was zu euch sagen. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Do we have any questions? Fragen? Wer macht denn die Annotation? Ist das eine Sache, die die Autoren machen oder sind das die Autoren, die jetzt? Okay. Naja, also das Problem bei Annotationen im Bibliotheksbereich ist, man sollte nicht zu viele Leute damit reinlassen, weil da sind Metadatenexperten bei uns en masse, die lieben ihre Katalogdaten und wenn man es zu einfach macht, dann schreien die laut auf und dann darf man sie gar nichts mehr machen. Insofern war die Strategie hier eher, wir fangen mal an und gucken dann, was die dazu sagen und ergänzen. Also wir lassen das wachsen langsam. Okay, vielen Dank. Aber ich fände es schön, wenn wir Jens noch mal irgendwas dazu sagen. Ja, gut. Sozusagen. Also wir haben bei uns mit diesen ganzen Semantikern auf einer anderen Ebene ein bisschen gearbeitet. Wir haben bei einem Projekt mitgemacht, wo wir, das darum geht, das ist ein Magic Sandbox Projekt, das ist vor IKS. Das ist ein EU-Projekt, wo Konsortium und Firmen eine semantische Middleware produziert, die im Endeffekt semantische Annotationen produziert. Also ihr schickt mal einen Text dahin, das wird eine semantische Analyse darüber gemacht mit verschiedenen Plugins, die man da konfigurieren kann und ihr kriegt dann per RDFA annotierten Text zurück. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben natürlich dann auch wieder andere Versuche gemacht, den Clone von Haus aus dann wieder Annotationen draufzubringen, also mit RDFA ist nicht das Schema-Ort. Aber das ist natürlich eine Sache, das ist so ein bisschen erstmal so ein brotloses Geschäft, weil alle sagen, ja, Semantic Web ist ein schöner Begriff und jeder will Semantic Web, aber keiner kann sich was darunter vorstellen und ja, da ist es irgendwie dann in der Stecken geblieben, das Ganze. Ja, genau. Aber wenn da jetzt ein bisschen ein Push kommt, dann bin ich auch wieder dabei, also das muss natürlich sich da irgendwie, sagen wir ganz ehrlich, das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, da kann man nicht so richtig Geld mit verdienen. Das ist eigentlich ein Mehrwert, aber jeder will es irgendwie, aber keiner ist bereit dafür, auch irgendwie Geld auszugeben. Das ist irgendwie so, gerade so ein bisschen die Sackgasse bei der ganzen Sache. Wenn da natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr Awareness da wäre, dass man sagt, okay, jetzt geht es mal voran, das ist jetzt uns auch wichtig in den Projekten, wenn man das merkt, dass das durchsetzt, dann kann man auch wieder weitermachen. Ja, man müsste halt wirklich vielleicht so einen Nutzen, der sich jetzt auch natürlich die Suchmaschinen, den Einstieg der großen Suchmaschinen da rausgeht. Also das zieht schon. Also man merkt schon, dass man da ein bisschen mehr auf den Ohren stößt bei Leuten, die sich da vorher noch nicht beschäftigt haben. Was einfach heißt, bessere Sichtbarkeit. Also immer das, was im Vordergrund steht. Und wenn dieser Nutzen im Vordergrund steht, dann ist vielleicht dann tatsächlich auch ein bisschen mehr Druck in der Sache. Der versucht das zu deutlich zu machen. Es sind so zwei Stoppeln. Ja, oh Gott, Metadaten, es gibt doch keine Metadaten. Bei kleineren Projekten. Da muss man natürlich sagen, okay, das ist natürlich dann durch die Struktur, wenn die Metadaten ja sowieso erfasst, ja, das ist mal Punkt 1. Das geht im Clone ja relativ gut, man kann die ganzen Basismetadaten, die brauchen wir eh drin. Das zweite Punkt ist dann eben, das ist dann eben die Idee gewesen mit den automatischen Annotationen. Das ist halt, dann kannst du sozusagen Hintergrund laufen, automatisiert, RDFA versucht zu extrahieren. Da gibt es auch relativ gute Ansätze schon, die ziemlich gute Ergebnisse liefern, wie auch zum Beispiel bei Paris Hilton von dem Ort Paris unterscheiden können und so. Da geht es auch ganz kräftig weiter gerade. Und wenn du das natürlich miteinander kombiniert, dann kommt man schon zu guten Ergebnissen, aber es ist vielleicht im wissenschaftlichen Bereich ist nicht so interessant, aber jetzt für den Massentext, für den journalistischen Bereich, es ist dann schon interessant, dass es automatisch extrahiert wird. Und da sind halt natürlich wieder, die Ansätze sind da, das ist alles aber noch irgendwie nicht mehr schon, das fängt gerade an. Und es ist spannend, der weiß es ein bisschen mitzumachen, aber es ist für mich wirklich das, wo jetzt als Firma jetzt aus meinem Standpunkt heraus Geld verdient, in keiner wissenschaftlichen Institution, an der Zentralbibliothek, ist klar, da ist natürlich da eher der Leitspunkt größer, da jetzt mal anzufangen und dann von der Lage her vielleicht
zu der Lage, einfach viel mehr zu machen. Ja, wir haben das Ganze, wir haben die ganzen Daten. Ja. Eine Frage? Noch eine Frage? Ja, nein, ist kein Problem. Solange es kommt, vielleicht so lange in den Laptops und dann. Ja, ich passe schon mal ein bisschen. Ist die Sichtbarkeit bei den Suchmaschinen sozusagen der Grund, sowas zu tun? Oder gibt es auch noch andere Gründe? Also ich denke an Ontologien, die Möglichkeit, die intelligentere Abfragen ja, zu stellen. Ja, ja. Okay. Ja, wir auch, ganz klar. Was also, machen Sie in die Liste? Naja, die Bibliothek ist relativ weit, was die Manipulation von Schlagwortdaten, die Saugen und solche Geschichten angeht. Da arbeitet der Kollege relativ stark daran, das in die NLP zu bringen und zu vernetzen, für andere Applikationen auch immer ein bisschen abfragbar zu machen. Und ansonsten sind wir, würde ich mal sagen, auch relativ am Anfang noch, was die LOG und Semantik-Geschichten angeht, haben aber, wie gesagt, da Forscherstellen mittlerweile auch kriegen. Und das sind jetzt aber, keine Ahnung. Pure steht sicherlich genau auch auf Ideen und Verletzungen und so. Für den Massenmarkt, glaube ich, wäre das Argument jetzt tatsächlich der Suchmaschine. Weil das ist so eine Werbung oder politische Maßnahmen, kann man sagen, das setzt das um. Aber kennst du das Thema? Ganz, das Thema kennst du nicht so gut.